Moin Pipes, herzlich willkommen zurück zum Autobahn-Polizeisimulator 3. Ich stehe direkt schon mit Stefan und Norbert hier im Büro. So, gehen wir mal zu Robert, der hat was zu sagen. Tag, Chef. Haben Sie Neuigkeiten für uns? Ich muss mal ein Wörtchen mit Ihnen beiden reden. Oh, okay. Worum geht es denn? Um Ihre Einmischung in die Ermittlungen zu den Rasern. Ja, Chef, es tut mir leid, aber ich, ja, war nur was Kleines. Dennoch haben Sie sich eingemischt. Ich sagte ja, Ihnen, tut mir dass leid, Sie Chef. Die Füße stillhalten und sich vorerst raushalten sollen. Bitte sehen ja, Sie es aber, uns nach. Chef. Jan und Jessica haben uns um Hilfe gebeten. Ach Jan und Jessica, es nicht Norbert und Stefanie. Nur kleine Bodengänge, sonst nichts. Mit den beiden werde ich ebenfalls noch reden müssen. Sie hätten sie überhaupt nicht ins Vertrauen ziehen und erst recht nicht für ihre eigenen Aufgaben einspannen dürfen. Ja, es tut uns sehr leid. Aber machen Sie die beiden bitte nicht dafür verantwortlich. Immerhin bin ich derjenige, der nach Aufgaben gefragt hat. Ich kann verstehen, dass Sie helfen wollen. Wirklich. Aber ich kann es noch nicht erlauben. Ich weiß. Halten Sie sich lieber an die Vorschriften. Dann stehen Ihre Chancen besser, schneller aufzusteigen. Ja, okay, Sie, Berninger, haben ein Auge auf Ihren Partner. Sie sind der Letzte, von dem ich erwarte, dass er die Regeln bricht. Ja, Chef. Gut. Dann machen Sie sich wieder an die Arbeit. Und tun Sie nichts, was ich nicht auch tun würde. Okay, Chef. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. So, wir hauen jetzt erstmal rein hier. Komm mit, Stefan. So, da haben wir gerade was reinbekommen. Mittelschwerer Unfall bei A75 Ausfahrt Flohendorf. Das ist ja wieder dicht bei hier an sich. Aber immer Ausfahrt Flohendorf. Ich weiß nicht, was die Leute da immer machen. Na gut, nehmen wir den SUV heute mal, würde ich sagen. Unser Fuhrpark hat sich mittlerweile auch schon gut vergrößert. Also, hier ist nicht mehr viel Platz auf dem Gelände. So, Stefan, komm mit. Geh los. Einsatz. An alle Einheiten. Wer übernimmt einen Auffahrunfall? Wagen 1 für wir sind Leitstelle. Unterwegs. Wir übernehmen das. So, müssen wir hier erstmal Düdel anmachen. Hallo. Abfahrt. Leitstelle für Wagen 1. Wagen 1 hört. Drei Fahrzeuge sind in den Unfall verwickelt. Drei Stück. Verstanden. Aber Abfahrt. Ja, auf Wiederhören, Leitstelle. Drei auf einmal. Das ist kritisch. Und ich habe mich verfahren. Das ist noch kritischer. So, da sind wir gleich. Zeige ich, knacke ich. Entschuldigung, darf ich kurz mal durch? Danke. Oh, mit Bus. Eieiei. So, Stefan. Jetzt ist aber hier Abfahrt. Zack, mach Luke auf. So, das Ding ist gesichert. Dann machen wir ein paar Fotos. So. Zack. So, was haben wir hier denn direkt liegen? Ah, ja, schon das Alkohol. Ist ja nicht ohne. Wenn das jemand beim Fahren Intus hatte. Nehmen wir das mal hier mal mit. Jo. So, machen wir schnell noch die Unfallskizze hier. So, haben wir den Bus hier. Okay. So, dann haben wir einmal ein Auto hier. Das steht hier auf der anderen Seite. Da so rein. Dann haben wir hier noch den Van. Der ist hier hinter. Und dann haben wir noch ein Wrackteil. Das liegt hier an einer Seite an der Tür vom Bus. So. Dann habe ich eben beim Fotografieren noch was entdeckt. Und das zählt vermutlich auf ein Ereignis ab, was vor ein paar Folgen mal passiert ist. Und zwar haben wir hier einen Ziegelstein. Na, was ich glaube, wir haben wieder einen Steineschmeißer hier. Das nehme ich mal als Beweisstück mit. Ich glaube, das war damals, als wir den Fall hatten, das erste Mal, dass hier ein Stein geschmissen wurde, war das auch hier an dieser Brücke. So, wir sprechen mal mit den Beteiligten hier. Guten Tag. Guten Tag. Was hier passiert? Können Sie mir schildern, was aus Ihrer Sicht geschehen ist? Ich bin ganz normal gefahren und plötzlich hat's geknallt. Okay. Dann werden wir direkt mal nach dem Stein fragen. Wir haben diesen Stein auf der Straße gefunden. Haben Sie da irgendwas gesehen? Könnte etwas mit dem Unfall zu tun haben? Naja, das ist ein Stein. Soll ich damit jetzt etwas anfangen können? Offensichtlich nicht. Also schön. Hätte ja sein können, dass Sie dazu was gesehen bemerkt? Haben. So, gab es irgendwie ein Hindernis oder so? Ein Hindernis auf der Straße. Ein großer Ast oder ein Stein vielleicht. Da war nichts. Na, wollen wir nochmal nachhaken. Können Sie vielleicht im Rückspiegel etwas sehen? Ich habe eher etwas gehört. Geknallt hat es nämlich schon, bevor mir jemand aufgefahren ist. Das ist okay. Interessant. Wir werden dem Ganzen nachgehen. Ich glaube, es hängt haben mit dem Stein zusammen. Etwas bemerkt?
Wie sieht's mit der Alkoholflasche aus? Ihrem Wagen geschleudert worden zu sein. Nein, das gehört mir nicht. Na, wir wollen mal nachhaken. Sie einen Moment in sich. Ich bin sicher. War's das jetzt? Also schön. Na gut. Hatten Sie genug Abstand oder so? Und den anderen Fahrzeugen genügend Abstand? Das kam mir alles normal vor. Bis es dann geknallt hat. Verstehe. Ja gut, haben macht Sie Sinn. Sonst noch etwas gesehen? So, dann fragen wir nochmal. Waren Sie vielleicht irgendwie abgelenkt oder so? Waren Sie eventuell beim Fahren nicht ganz bei der Sache und unkonzentriert? Nicht, dass ich wüsste. Na gut, belassen wir es dabei. Haben Sie sonst noch etwas bemerkt? Von meiner Seite gibt's sonst nichts. Danke für Ihre Aussage. Er hat ja auch nur mitgekriegt, dass da was geknallt hat. Er ist ja nicht da so extrem rein verwickelt. So, das hier wird der Busfahrer sein, glaube ich. Hallo. Erzählen Sie mir doch bitte, was vorgefallen ist. Ich weiß nicht. Auf einmal hat es einen Ruck durch mein Auto gemacht. Okay, war Autofahrer. Okay. Haben Sie was mit dem Stein irgendwie hier gesehen? Haben Sie den Stein schon mal gesehen? Er lag auf der Straße und könnte mit dem Unfall in Verbindung stehen. Das könnte das Objekt sein, das auf mich zugeflogen kam. Ich habe mich erschrocken und im nächsten Moment hat schon gekracht. Okay. Werden wir mal nachhaken. Konzentrieren Sie sich. Alles kann wichtig sein. Haben Sie noch irgendein Detail? War das eher rund oder eckig oder lang? Ich meine, es war eine Art Rechteck. Rot oder braun. Okay, das stimmt überein. Den wir gefunden haben. Vielen Dank. Das war's erstmal. Ich komme auf Sie zurück, wenn sich etwas Neues ergibt. So, Ma'am. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Wir hatten offensichtlich einen Unfall. Jetzt entspannen Sie sich erstmal, ne? So, erstmal weitere Möglichkeiten. Warnweste fehlt. Sie gefährden sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer, wenn Sie Ihre Warnweste außerhalb Ihres Wagens an der Autobahn nicht tragen. Richtig, das ist korrekt. Tut mir leid. Wir stehen ein bisschen schief. Achte ich darauf. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? So, hatten Sie genug Abstand oder so? Sind Sie dem anderen Fahrzeug möglicherweise zu dicht aufgefahren? Also, vielleicht ein ganz kleines bisschen. Sie müssen Sicherheitsabstand halten. Bei hohem Verkehrsaufkommen kann es zu Unfällen führen, wenn man zu sehr aufs Gas tritt. Aber deswegen muss ich doch noch lange nicht schuld an diesem Unfall sein. Naja, Sie haben Mitschuld, ne? Aber in dem Fall ist es der Steinschmeißer, der hier die Hauptursache ist. Dennoch glaube ich, dass mehr dahinter steckt. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? Gab es ein Hindernis oder so auf der Straße? Ein Hindernis auf der Straße. Ein großer Ast oder ein Stein vielleicht. Bis auf das Fahrzeug vor mir konnte ich nichts sehen. Könnte das hier möglicherweise die Ursache sein? Wollen Sie damit etwa sagen, dass den jemand geworfen hat? Das wollen wir in Erfahrung bringen. Das könnte sein. So, wollen wir nochmal nachhaken? Konzentrieren Sie sich. Alles kann wichtig sein. Leider habe ich trotzdem keine bessere Antwort für Sie. Na das gut. Bringt uns wohl nicht weiter. Stefan, jetzt mal ruhig. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? So, waren Sie abgelenkt vielleicht? Waren Sie ein bisschen? Beim Fahren nicht ganz bei der Sache und unkonzentriert? Nein, ich war total auf die Straße konzentriert. Ich zweifle es ein bisschen an. Wenn Sie aufgefahren sind, fällt es mir ein wenig schwer, das zu glauben. Aber deswegen muss ich doch noch lange nicht. Nein, ich beschuldige Sie auch nicht sein. In diesem Unfall. Das sehen wir bitte. Uns genauer an. Haben Sie sonst noch etwas bemerkt? Von meiner Seite gibt's sonst nichts. Danke für Ihre Aussage. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Wir gehen der Sache jetzt nach. Stefan, ich glaube, wir sind hier fertig. Denn wir wissen jetzt, was die Unfallursache höchstwahrscheinlich war. Und zwar jetzt der Stein. Ja. Unfallaufnahme beenden. Ja, wir sind hier fertig. Was hast du herausgefunden? Dieser Stein wurde von der Brücke geworfen und hat das Auto getroffen. So kam es zum Unfall. Leider wird es schwierig, den Täter zu finden, weil der oder diejenige nun längst über alle Berge ist. Du hast recht. Falls wir es hier allerdings mit einem Wiederholungstäter zu tun haben, hören wir sicherlich noch von dieser Person. Das war jetzt der zweite Fall, den wir hatten. Aber nicht auf Kosten eines weiteren Unfalls. Dann hoffen wir wohl beide, dass es nicht so weit kommt. Und was diesen Unfall hier angeht, gute Arbeit, Partner. Danke, Stefan. Wir können erstmal das Blaulicht mal ausmachen. So. Gut, weil wir alt sind, müssen wir hier vorne ein bisschen dichter heranfahren. So. Zack, komm, Stefan, aussteigen. So. Also, A75 Richtung Hohenstedt, sollen wir die Straße reinigen? Ja, mal schauen, ob das was ist. Wir fahren mal hin. An alle Einheiten, ein Fahrzeug hat auf der Autobahn Ladung verloren. Wer kann sie aufsammeln? Ja, Leitstelle, wir sind unterwegs. Leitstelle, wir übernehmen das. So, let's go, 2 Kilometer, Abfahrt. So, noch 300 Meter, dann haben wir's. Da oben fliegt ein Heißluftballon, geil. Ich glaube, in der Nacht sieht man da aber nicht ganz so viel. So, da sind wir. Wer hat hier was verloren? Zack. So, sichere den Unfall. So, haben wir das Ding hier gesichert?
Ja. Dann werden wir die Objekte erstmal entfernen hier. Was haben wir hier? Eine Tasche. Na gut, nehmen wir mit. Also, müssen wir hier vorne hinbringen. Okay. Noch erstmal schön die Hände an. So. Dann fegen wir den Rest hier noch. Ganz sicher nicht so. Ich brauche einen Besen. Ja, ist ja okay. Dann nimm dir einen Besen. Abfahrt. Ja, machst du gut. Schön gemacht. Dann hier nochmal ein bisschen Dreck weg. Und hier vorne haben wir noch was. So, verlasse das Einsatzgebiet. Alright. So, packen wir den Besen erstmal wieder weg hier. So, komm, Stefan. Ist fertig hier, das Ding. An alle Einheiten. Auf der Autobahn liegen Gegenstände. Wer kann schnell aufräumen? Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Ja, machen wir. So, Freunde der Sonne, dann nehmen wir doch den Kram mal hier mal mit. Zack. So. Und dann entfernen wir die Objekte. Was haben wir hier? Duff Nuts, Digga. Ja, wunderbar. So. Machen wir hier schön hin. Oh, er hat einen Muskel gerade am Hintern. Das merkt er. So, hier nochmal ein paar Duff Nuts. So, hau hin hier. Ja, oh. Nach so einem langen Tag tut der Hintern auch weh. Noch mehr Duff Nuts. Die rennen aber auch irgendwie so, also, als ob er einen Stock im Arsch hat. Kein Wunder, dass er weh tut. Und noch mehr Duff Nuts. So, hau hin hier. Haben wir hier nochmal ein bisschen Getränke irgendwie oder so. Was ist das? Local Lemon. Okay, haben wir hier irgendwie so Lemon-Getränk? Ach ja, du. Der muss erstmal zur Massage danach. So geht das ja nicht. Aber nehmen wir hier noch ein bisschen Müsli mit. So, bringen wir auch mal hier hin. Oh Mann. Er hat's auch nicht leicht im Alter. So, Besen. Das war die Weste. Besen. So, dann fangen wir hier mal an. Auch mal ein bisschen fegen. So, Pipeels, haben wir's fertig. Hau alles rein hier in den Wagen. So, einmal das. Weste. Und dann ist Feierabend. So, Stefan, komm, wir haben Feierabend. Ehre. Und damit würde ich auch sagen, Pipis, soll es das mit dieser Folge vom Autobahnpolizeisimulator 3 gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir wie unbedingt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und habt jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao.